Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns beim letzten Mal noch ein bisschen mit den oder vor einigen Videos mit den Boxen beschäftigt und da hatte ich gesagt, da zeige ich euch jetzt nochmal, wie man dort ein paar Formatierungen einfügt und ihr erinnert euch daran, wir hatten diese Zeilenbox, in der dann die Buchstaben stehen, die ich hier mit diesen orangenen Kästchen markiert habe. Na, mir. Mit den orangenen Kästchen markiert habe. So, und ich zeige euch, wie man jetzt zwischen diesen Buchstaben Abstände reinbringt, beziehungsweise auch, wie man zwischen die Wörter Abstände reinbringt. Das macht dann mit einem CSS-Attribut oder mit zwei CSS-Attributen, nämlich einmal mit Letter Spacing und einmal mit Word Spacing. So, und ich zeige euch jetzt noch ein bisschen, wie das aussieht. So, ich habe erstmal hier meinen ganzen Text, den habe ich, ja, außer hier unten, da habe ich das schon drin stehen. Ich habe es natürlich vorher schon mal nochmal ausprobiert. Ich habe den ganzen Text, habe ich hier von den Formatierungen gelöscht. Und wenn wir uns das hier ansehen, so, dann sehen die ersten beiden Absätze, die sehen jetzt so aus, also gleich. Vorher waren die ja ganz groß. Und der dritte Absatz, der eigentlich auch gleich sieht, da habe ich schon ein Word-Spacing eingefügt. Und zwar von 6 Pixeln, von 6 Bildschirmpixeln. Und der rückt jetzt hier zwischen den Wörtern, rückt er die Wörter ein wenig mehr auseinander. Der fügt also nichts anderes als Platz ein. So. Und das Ganze zeige ich euch jetzt auch nochmal an dem zweiten Absatz. Da füge ich mit dem Inline-Style ist gleich und mache ein Letter Spacing Doppelpunkt und sage 6 Bildschirmpunkte Semikolon zu Anführungsstriche zu und ich speichere das Ganze ab und zeige euch, wie das auf dem Bildschirm aussieht. So. Und ihr seht, der rückt mir jeden Buchstaben auseinander. 6 Bildschirmpunkte. Wie gesagt, achtet bitte darauf, die Zeilenumbrüche macht er entlang der Leerzeichen. Das heißt, hier hinten kann es sein, dass wesentlich mehr Platz zu sehen ist, weil eben das nächste Wort gar nicht mehr in seiner Länge hineinpasst, obwohl das hier eigentlich noch mitten in der Zeile drin steht. Da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen oder das zumindest beachten, dass das auch noch eure Gestaltung beeinflusst. So, ich kann hier beliebige Werte einfügen. Ich kann, wenn ich 0px einfüge, dann ist der, ist der Buchstabenabstand so, wie er vorgegeben ist. Das ist also der Normalwert. Und ich zeige euch jetzt nochmal, ihr könnt statt Pixeln, könnt ihr auch eingeben im Verhältnis zu dem Element, was auseinandergezogen wird. Wer sich ein bisschen mehr mit Schriftarten ausprobiert hat, weiß, dass manche Schriftarten mehr Platz brauchen, obwohl sie dieselbe Höhe und Größe eigentlich haben sollten. Und also wie zum Beispiel irgendwie so geschwungene Schriften, so Pseudo-Handschriften. Und wenn ich sage, gut, okay, ich brauche dort ein bisschen mehr Variation drin, dann nehme ich statt den Bildschirmpunkten, nehme ich die Elemente als Ausgangspunkt, die ich also auseinanderziehen will, die Schriftart selber. Und das mache ich mit zum Beispiel 0EM. 0EM steht für Element und damit sind die Buchstaben hier gemeint. So, 0EM, das wird nun wenig machen, weil es eben keinen Platz einfügt, aber wenn ich zum Beispiel 1 einfüge, dann wird der Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben genau die Breite von einem Element haben. Und das hängt dann eben von dem Element selber an, wie viele Pixel das sind. Also. Und das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt könnt ihr, na, ihr könnt das mal so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen. Jetzt macht ihr euch hier genau den Abstand von der Breite eines Elements. Vorsichtig, es gibt Schriftarten, wie hier eben zum Beispiel diese Schriftart, die Georgia, glaube ich, habe ich jetzt genommen, die hat unterschiedliche Elementbreiten
Und hier wird wahrscheinlich das breiteste Element genommen. Es erscheint mir so, als würde das genau den Abstand von einem oder die Breite von einem M haben, was ein sehr breites Element in so einer Schriftart mit variabler Breite ist. Ne? Also es wird keinesfalls das I als Abstand genommen. Ne? Das seht ihr, das I, das würde hier noch dreimal dahinter passen in die Lücke. Und so. Das ist das eine, was ich euch zeigen wollte. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch kleiner machen. Ihr sagt, ich möchte nicht den Abstand 1 em, ich möchte auch nicht 0 em haben, sondern ich möchte minus 0, na, sagen wir 0,5 em haben. Und jetzt verringert er den Abstand, das heißt, er schiebt die Buchstaben übereinander. Und wenn ich mir das ansehe, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, der quetscht die zusammen. Und das kann ich noch viel weiter treiben. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, die sollen halb übereinander liegen, die Buchstaben. Entschuldigung. Und dann sieht das Ganze schon so richtig hübsch unleserlich aus. Und wie ihr seht, schiebt er mir das Ganze jetzt ganz vorne an den Bildschirm ran. Und ja, also man kann das, ich habe das jetzt mal zur Seite geschoben, man kann das eben gar nicht mehr lesen. Also, das ist also nicht besonders tauglich für solche Darstellungen. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, das zu machen und dadurch bestimmte Effekte zu erreichen. Gut, dasselbe könnt ihr machen mit dem Word-Spacing. Auch hier könnt ihr statt Pixel könnt ihr Elemente einfügen und könnt sagen, zum Beispiel 2 em soll das Abstand haben. Und das Ganze sieht dann so aus. Wobei er hier auch einen festen Abstand einfügt. Und mir scheint es, ich habe so ein bisschen rumprobiert, dass das nach einer bestimmten Wortlänge geschaffen wird. Wenn ihr nämlich zum Beispiel hier mal das hier auf ein H abkürzt. So, dann verändert der den Abstand nicht, aber es ist nicht die Wortlänge von ausprobieren und nicht die Wortlänge von H, sondern es scheint mir ungefähr ein Wort von 4 Buchstaben zu sein, das er hier als Grundlage nimmt. Gut, das war's für diesmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch, wie ihr die Buchstaben in die Breite ziehen könnt. Bis dann!